Wir wollen auch noch eine Live-Schaltung machen, aber ich weiß noch nicht genau, ob die Leitung steht. Sag euch Leute, das ist hier besser als bei Wetten, dass. Hier ist das Leben. Einer von diesen Aktivisten. Er hat mir gesagt, ich soll sagen, dass er nicht nur Vater ist, sondern auch Großvater, denn man sieht das ihm tatsächlich nicht an. Aber noch wichtiger für uns ist, er ist ein Aktivist. Er aktiviert sich auch für Queer, er setzt sich auch ein für Queer Roma und ist heute hier aus Köln zu uns gekommen, um mit uns den 8. April zu gehen und mit euch diese Worte zu teilen. Gianni Jovanovic. Moin Moin! Könnt ihr mich alle gut hören? Ja! Vielen Dank nochmal, dass ihr alle hier seid, dass ihr trotz dieser schwierigen Verhältnisse immer noch die Leidenschaft besitzt, uns zuzuhören, denn es geht um wichtige Themen, die wir hier wirklich tatsächlich ansprechen können und auch dürfen. Und warum? Weil wir in einem Land leben, was Demokratie, Menschenrechte und Freiheit als oberstes Gebot repräsentiert. Ob es tatsächlich so ist, dass diese Gebote, die bei uns sozusagen festgenagelt sind in unserem Grundgesetz, auch für die Roma und für die Sinti, die hier in Deutschland leben, das ist etwas, was ich gerne mit euch erfahren wollen würde. Ich möchte euch gerne ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, damit ihr eine Ahnung davon bekommt, was es bedeutet, ein intersektional diskriminierter Mensch zu sein. Viele von euch kennen den Begriff, einige, die den Begriff nicht kennen, intersektional diskriminierter Mensch bedeutet nichts weiteres als jemand, der mehrfach diskriminiert ist. Ein Beispiel dafür ist ein schwuler Roma. So einer wie ich zum Beispiel. Oder eine geistig verwirrte Politikerin. Ja? Sowas ist zum Beispiel auch so ein Beispiel dafür. Es geht darum zu zeigen, wie Menschen tatsächlich, die hier in diesem Land auch geboren sind, so wie ich, heute immer noch dafür kämpfen müssen, angesehen zu werden, erhört zu werden und auch wie Hikmet und sein Bruder es gerade gesagt haben, in die Extreme gehen müssen, um gesehen zu werden. Privilegien, die wir kennen, die wir als weiße Europäer kennen, kennen Menschen, die hier auch in Europa mitgestaltet und mitkreiert haben, so wie die Sinti und Roma, mit über 600 bis 700 Jahren hier in Deutschland. Diese Privilegien sind uns nie gegeben worden. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum haben wir nie oder werden wir vielleicht auch nie in der Zukunft, und das ist Realität und nicht postfaktisch, ja, nie die Partizipationsmöglichkeiten haben, wie andere Europäer hier in diesem Land. Die Ursache, in der die Roma und Sinti in Europa ertragen müssen bezüglich kumulativer Diskriminierungen. Wir haben nicht die Möglichkeit, am kumulativen Grundrecht hier in Deutschland teilzuhaben. Uns wird jahrhundertelang die Bildung verweigert und setzt man in marode Behausungen. Es ist so, dass wir nicht tatsächlich die Möglichkeit haben, wirklich hier in diesem Land zu wählen, obwohl wir zum Teil hier schon so groß geworden sind und in dritter und vierter Generation sind. Meine Kinder sind deutsche Staatsbürger. Und heute noch ist es für meine Kinder immer noch sehr schwierig, ihnen zu sagen, woher sie herkommen, auf diese Frage. Auf diese Frage reagieren meine Kinder und ich insbesondere immer sehr empfindlich, weil wenn wir sagen, dass wir aus Deutschland sind, oder wenn ich sage, ich bin Deutsch-Roma, glauben mir die Menschen nicht. Und oft habe ich mir die Frage gestellt, liegt es daran, dass ich eine andere Sprache spreche? Liegt es daran, dass ich anders aussehe? Und dann habe ich festgestellt, nein, weder das eine noch das andere trifft in Deutschland zu. Denn ich habe festgestellt, dass Deutschland vielfältig ist. Ich habe festgestellt, dass Deutschland bunt ist. Und ich habe festgestellt, dass die wahre Solidaritätsbereitschaft der Mehrheit in Deutschland richtig denkt und fühlt. Warum? Und das ist die Frage, die geht dahin, in dieses Gebäude. Warum lässt ihr uns nicht teilhaben? Ihr, die die Privilegien haben, wählen zu können, für eine Minderheit, wählt falsch. Welche konstruierte Wahrheit habt ihr?
Aus welchen Bildern setzt euch das Bild zusammen eines Roma oder einer Romni? Wir, die hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, repräsentieren nicht das, was die Stigmatas der Ultrakonservativen und der Neonazis und der Rechten auch da oben, ja, bestätigt. Wir sind das nicht. Jeder von uns ist vielfältig und kein homogener Brei. Heterogenität, nicht nur für die weiße Mehrheit, sondern insbesondere für alle Minderheiten, die hier in Deutschland leben. Ob es die Sinti und Roma sind, ob es die POCs sind, ob es die Deutsch-Afrikaner sind und Afrikanerinnen. Diese Menschen, ja, applaudiert, das betrifft uns alle. Das betrifft uns alle. Das geht nicht nur mich was an. Es geht uns alle hier was an. Es geht uns alle hier das an, wie wir das heute und das übermorgen für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder und für unsere Freunde und Freundinnen und für uns insbesondere gestalten. Wenn ich davon höre, dass ich integriert werden soll in diesem Land, ich muss nicht integriert werden. Ich muss nicht integriert werden. Ich muss nicht mal inkludiert werden. Ich will Teilhabe, weil es mein geborenes Recht ist als Europäer. Wenn wir es nicht schaffen, gemeinsam einen Tonus zu finden, der uns wirklich in die Zukunft leitet und der es wirklich ermöglicht, dass es Menschen gibt in diesem Land und auf diesem Kontinent und auf der gesamten Welt, die tatsächlich voneinander lernen können und sich entscheiden können, Beziehungen zu führen, werden wir niemals unsere Zivilisation und unsere Freiheit, unsere Menschenwürde tatsächlich frei leben können. Wir haben einen Auftrag, wir, die alle hier stehen und vorbeilaufen und jetzt zuhören. Der Auftrag ist, zeigt, wer ihr seid. Vergisst nicht, wo ihr herkommt. Und das gilt nicht nur für die Sinti und Roma, sondern auch für die Mehrheit hier in Deutschland. Ich habe einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch und dieser Wunsch ist gefüllt mit Bildern und das ist tatsächlich vielleicht auch ein bisschen zu poetisch, aber es bin ich. Ich wünsche mir Beziehungen zu euch. Ich möchte, dass ich auf euch zugehen darf. Ich möchte, dass ihr mir die Freiheit gibt und mir die Toleranz gibt und nicht die gesprochene Toleranz aus dem Wörterbuch, sondern ich möchte die gefühlte Toleranz. Und die gefühlte Toleranz bedeutet nichts weiteres, in Demut einfach mal in seiner eigenen konstruierten Wahrheit innezuhalten. Innezuhalten und dem Gegenüber einen Raum zu schaffen und seine Sachlage und seinen Blickwinkel zu betrachten und mich dann vielleicht zu hinterfragen, inwieweit ich wahrhaftig gedacht habe. Demokratie, Zivilisation, alles das, was wir uns geschafft haben, um friedlich miteinander zu leben, ist fragil. Wir haben es gestern in Stockholm gesehen, wir haben es vor ein paar Monaten hier in Berlin gesehen. Wir alle sind dazu gefordert, insbesondere unsere Minderheiten und Menschen wie die Sinti und Roma und alle anderen Minderheiten, ob es die transsexuelle Gemeinschaft ist, ob es die LGBTIQ-Bewegung ist, ob es die POCs sind, ob es die Afrodeutschen sind, ob es die asiatischen Deutschen sind, alle diese Menschen haben dieses Land nicht nur in der Vergangenheit kreiert, sondern auch im Hier und Jetzt. Wir sind Generation Now. Ich danke euch fürs Zuhören. Opre Roma.